Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder mit dem nächsten Thema. Heute geht es um die Zukunft, aber nicht nur um diese. Ich habe mich mit der Frage beschäftigt, ob Covid vielleicht gar nicht unser größtes Problem ist. Es geht um Machtumverteilung, um weltpolitische Veränderungen und neue Abhängigkeiten. Wir haben ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera. Entweder bekommen wir künftig von China gesagt, wie die Dinge zu laufen haben, oder von Bill Gates und seinesgleichen. Ja, jetzt werden wieder einige aufschreien. Ah, Verschwörungstheorie. Hört es euch an. Ich will jetzt auch nicht darüber mutmaßen, was von den beiden Szenarien das größere Übel ist. Die ganz offensichtlichen Veränderungen, die der Einfluss von China bringt, sind allgegenwärtig und darauf gehe ich aus Zeitgründen auch jetzt nicht ein. Es geht mir heute um die weniger offensichtlichen Dinge, die nur langsam bekannt werden, sichtbar werden und deshalb vielleicht umso gefährlicher sind. Unser größtes Problem ist Corona, denken wir, und vielleicht Terrorismus. Aber einige sehr mächtige Leute sehen die größte Bedrohung, die wir haben, in der Überbevölkerung. Und das wollen sie abstellen. Ich denke ganz persönlich auch, dass wir zu viele Menschen auf der Erde haben und dass es irgendwann problematisch wird und dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir das ändern können, wie wir den Planeten für künftige Generationen bewohnbar machen. Was uns bevorstehen könnte in diesem Bevölkerungsreduktionsszenario, sind Massenexperimente, ein Leben als Bioroboter und medizinische Konzentrationslager. Die Krise als Chance, könnte man sagen. Sind wir schon bei 1984 2.0 angekommen? Die Informationen über 1984 von George Orwell werde ich verlinken in der Beschreibung. Haben wir das Zeitalter des Diabolischen schon erreicht, in dem ein paar alte, grenzwertig debile Leute ihre globalen Allmachtsfantasien auszuleben versuchen, weil sie ihre Namen vielleicht in den Geschichtsbüchern künftiger Generationen verewigt sehen möchten? Oder sind sie einfach nur krank im Hirn? Spinnerei, Verschwörungstheorie, kann man ignorieren? Das Problem ist, dass es Menschen gibt, die tatsächlich die Möglichkeiten und die Mittel haben, sprich das Geld, das man braucht, um so etwas in die Tat umzusetzen. Und wir sind irgendwie schon mittendrin. Ich werde mich bemühen, dieses Video halbwegs YouTube-freundlich zu gestalten, damit es nicht schon wieder gelöscht ist, bevor ich es richtig hochgeladen habe. Die Zensur, damit fängt es an, ne? Es wird immer schlimmer. Freie Meinungsäußerung. Wie war das noch? Fangen wir an mit dem Thema Tierhaltung, ist ja eins meiner Lieblingsthemen. Das wird sehr dämonisiert. Fleisch soll weg oder massiv besteuert werden. Stattdessen sollen wir uns künftig nur noch von Pflanzen ernähren. Aber die machen auf lange Sicht nicht nur unsere Gesundheit, sondern auch die Erde kaputt. Die Pandemie hat schon zu Massentests an Hühnern und Schweinen geführt. Es gab Lockdowns für Geflügel. Die Leute mussten ihre paar Hühner einsperren, weil Vogelgrippe diagnostiziert worden war. Tests, ne? Welchen Nutzen haben PCR-Tests, wenn man den finanziellen Gewinn der Hersteller mal unberücksichtigt lässt? Im Winter gibt es immer Coronaviren, mal mehr, mal weniger. Das hat nichts mit der augenblicklichen Pandemie zu tun. Das ist wie bei den Bakterien in unserem Körper. Da gibt es auch mal mehr, mal weniger. Sie verändern sich ein bisschen. Verschiedene Stämme, je nachdem, was man isst, verändert sich das Mikrobiom im Darm zum Beispiel. Und so ist das mit den Coronaviren auch. Man kann sie nicht wegbekommen. Es ist völlig egal, was man tut. In Dänemark wurden Nerz positiv auf Corona getestet und mussten vernichtet werden. Von Griechenland war Ähnliches zu hören. Wahrscheinlich werden sie demnächst auch noch andere Tiere testen, damit sie eine plausible Begründung dafür haben, den Verzehr von
Fleisch endgültig zu verbieten. Bill Gates kauft seit einiger Zeit riesige Flächen an Farmland. Er ist jetzt schon der größte Eigentümer landwirtschaftlicher Flächen in den USA und ein Ende ist nicht in Sicht. Man kann sich auf den Standpunkt stellen, dass es hier um eine gute Investition geht, bei der kein Werteverlust zu befürchten ist. Aber die Frage ist doch, was hat er vor mit diesem Land? Die Bill und Melinda Gates Stiftung hat sich zu einer Gelddruckmaschine entwickelt. Bill Gates will Kontrolle und immer mehr davon. Er profitiert auch von Massenimpfungen. Ich wollte es nicht glauben, aber das ist wohl tatsächlich so. Bei CNBC war von ihm selbst zu hören, dass mit einem Gewinn von 1000% bei den Impfungen zu rechnen ist. Vergleicht das mal mit den 0,01%, die es bei eurer Bank auf Guthaben gibt. Er wird alles daran setzen, die Impfungen zur Pflicht zu machen. Klar, lohnt sich ja, ne? Weitere vielversprechende Investitionen sind Dinge wie In-vitro-Fleisch, künstliches Laborfleisch und künstliche Muttermilch, technologische Methoden, mit denen man die Bewegungen und das Verhalten von Menschen beobachten und überwachen kann. Für das richtige Verhalten gibt es dann eine Belohnung in Form einer Kryptowährung. Es gibt bereits ein Patent mit der Nummer W0202060606, das viele Verschwörungstheoretiker auf den Plan gerufen hat, weil sie aus dieser Zahl das Jahr 2020 und die Zahl 666 herauszulesen glauben. 666, das ist der Antichrist. In diesem Patent ist eine Kryptowährung beschrieben, mit der Menschen für biologisches Input belohnt werden. Es ist vergleichbar mit einer App auf einem Smartphone, die die Aufgabe hat, die Körperfunktionen zu erfassen und den Träger zu motivieren, sich wunschgemäß zu verhalten. Ebenfalls umgesetzt werden könnte die Implantierung eines Mikrochips, der Herzrhythmus, Hormone und über eine EEG-Erweiterung sogar die Gedanken des Trägers registrieren kann. Für gute Gedanken gibt es dann wieder eine Belohnung, was bei falschen Gedanken passiert. Das mag ich mir gar nicht vorstellen. So könnte man Kinder in afrikanischen Kobaltminen mit einer globalen Kryptowährung für gutes Benehmen und gute Arbeit belohnen. Kobalt ist ein wichtiger Rohstoff, der in wiederaufladbare Batterien, Implantate, chemische Apparate, Hochtemperaturwerkteile und Magnete eingebaut ist oder verarbeitet ist. Bill Gates will, wie vor ihm schon sein Vater, die Bevölkerung reduzieren. Das nennt er Familienplanung. Aber es ist die sogenannte Eugenikbewegung. Dazu sage ich nichts. Ich verlinke das. Es geht darum, die Bevölkerung zu reduzieren, bevorzugte Sorten von Menschen zu züchten, den Genpool zu verbessern. Bevorzugt ist natürlich er selbst und seinesgleichen. Otto Normalverbraucher hat zu funktionieren oder zu verschwinden. Priorität hat das Bevölkerungswachstum in Afrika und Asien, also die Umkehrung dessen. Gerechtigkeit und Rassengleichheit sind die Gründe, um die es nach außen hingeht. Die benachteiligten Afrikaner sollen als erste die Happy Shots bekommen. Diese Injektionen sind aber nichts anderes als experimentelle RNA-Impfungen. Dieser Gutmensch, dem das Wohl der afrikanischen Bevölkerung so sehr am Herzen liegt, lässt gleichzeitig immer wieder öffentlich verlautbaren, dass das Bevölkerungswachstum unsere größte Bedrohung ist. Wobei ich ihm gar nicht widersprechen will, aber die Frage ist halt, wie man damit umgeht. Seiner Meinung nach benötigen wir
benötigen die kinderreichen Afrikaner viel mehr medizinische Hilfe als der Rest der Welt. Die 7 großen Wirtschaftsmächte G7 wollen mit zusätzlichen Milliarden ebenfalls eine für die globale Impfkampagne Geld ausgeben und den Kampf gegen die Corona-Pandemie vorantreiben. Zum Abschluss ihres virtuellen G7-Gipfels sprachen sich die Staats- und Regierungschefs dafür aus, das Jahr 2021 zu einem Wendepunkt für den Multilateralismus machen zu wollen. Es war der erste G7-Gipfel, an dem der neue US-Präsident Joe Biden teilgenommen hat, nachdem sein Vorgänger Donald Trump die westliche Wertegemeinschaft mit seinen Alleingängen immer wieder torpediert hatte. Frauen sollen zu überschuldeten Sklaven gemacht werden, was sie auf den Arbeitsmarkt zwingt, wo nicht schon geschehen. Wer immer mehr arbeiten muss und immer weniger Geld zur Verfügung hat, wird hoffentlich aufhören, immer mehr Kinder in die Welt zu setzen. Nicht wahr? Frauen auf dem Arbeitsmarkt bedeutet Geschlechtergleichheit. Oberflächlich betrachtet. Aber mit Gleichberechtigung hat das nichts zu tun, sondern mit sozialer Kontrolle. Und was soll kontrolliert werden? Menschen und Nahrung. Bill Gates ist seit 2010 einer der größten Monsanto-Aktionäre. Über Monsanto habe ich schon einiges gesagt, das lasse ich jetzt mal weg. Da kann sich jeder selber schlau machen. Das ist das macht Angst. Wenn man darüber denkt, was die da veranstalten, es macht Angst. Der Massenankauf von Farmland passt bestens in dieses Bild. 30% der Ländereien sollen der Rückverwilderung vorenthalten bleiben, was bedeutet, dass Menschen von diesem Land verschwinden müssen und Naturreservate daraus gemacht werden. Besitzer solcher Oasen erhalten dann beachtliche Beträge, die mit der CO2-Steuer finanziert werden, aber egal aus welcher Steuer das Geld kommt, wer bezahlt, sind wir. Damit werden massiv Ressourcen gebunden und von einer kleinen Gruppe Menschen kontrolliert. Minerale, seltene Erden, Gold, Silber, Kobalt, Lithium und so weiter sind für die sogenannte vierte industrielle Revolution sehr wichtig. Globalisierung ist nicht mehr genug. Es gibt einfach zu viele Menschen, die etwas mitzureden haben. Der Plan von Bill Gates macht ihn zum Alleinentscheider in einem globalen System, das mit einer Technokratie in Form von Tracking, Tracing und Kontrolle aller Menschen und Ressourcen funktioniert. Was braucht man dafür? Automation und Vernetzung. Die Toilette wird dann zur Smart Toilet. Sie duscht dir dann nicht nur den Hintern ab, sondern wiegt auch die Exkremente und überprüft deren Zusammensetzung. Die Toilette entlarvt dich, wenn du zu viel Eiweiß gegessen hast und deine Psychopharmaka nicht genommen hast. Und nein, das ist kein Witz. Es gibt die sogenannte Coronavirus Stimulus Bill, die Investitionen in Smart Toilets, kluge Toiletten und psychologische Experimente vorsieht und sich mit der Frage beschäftigt, wie erfolgversprechend eine Ernährung auf Insektenbasis sein könnte. In dem Buch The Great Reset, der große Umbruch, geht es um die totale Kontrolle, die als vierte industrielle Revolution bezeichnet wird. Alles wird von Computeralgorithmen kontrolliert, quantifiziert und rationiert. Eine kleine Gruppe nicht gewählter Technokraten, Milliardär, Philanthropen, Banker, Massenmordbesessene trifft die Entscheidungen und das Ziel ist es, alle und alles zu kontrollieren. Ein Rezensent bei Amazon hat das Buch mit Mein Kampf des 21. Jahrhunderts beschrieben. Es geht nach dem Motto, nur ein toter oder ein total versklavter Mensch ist ein guter Mensch.
Das hört sich nach der total verrückten Science-Fiction-Story eines völlig durchgeknallten Visionisten an. Aber die Anzeichen dafür, dass es damit etwas auf sich hat, mehren sich. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert? Vielleicht wird es nicht ganz so schlimm, wie es werden könnte. Aber wenn wir nicht bald anfangen, für uns selbst und unser Verhalten die Verantwortung zu übernehmen und das, was wir tun, was uns von oben übergestülpt wird, zu hinterfragen, dann könnte es durchaus in diese Richtung laufen. Der Plan steht jedenfalls und die Leute, die dafür verantwortlich sind, machen daraus auch gar kein Geheimnis. Es ist alarmierend, entmenschlichend und so extrem, dass sich niemand vorstellen kann, dass so etwas überhaupt möglich ist. Aber gerade weil es sich niemand vorstellen kann, ist es so gefährlich, weil keiner die Zeichen ernst nimmt, die überall zu sehen sind. Was soll man von der Aussage halten, dass man die Bevölkerung mit einer Impfung um 10-15% reduzieren kann? Und dies damit begründet, dass Impfen Leben rettet? Ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand irgendwem ohne Eigennutz hilft. Damit meine ich keine Nachbarschaftshilfe oder Unterstützung innerhalb der Familie oder unter Freunden. Diese halbgöttlichen Milliardäre haben nichts zu verschenken, obwohl sie alles haben. Sie haben alles, was sie wollen. Was fehlt, ist Macht. Und sie wollen uns überzeugen, dass es eine gute Sache ist, ihnen die Entscheidungen zu überlassen über uns, über unser Eigentum, über unser Land, weil es danach allen besser geht. Diese Verrückten sind armselige Würstchen, traumatisierte Psychopathen, deren Interesse sich auf Macht und Einfluss beschränkt, ohne Rücksicht auf Verluste. Der Slogan ist: Ihr werdet nichts besitzen und es wird euch glücklich machen. Und wenn wir nichts besitzen, wer besitzt dann alles? Das nennt sich Kapitalismus der Interessensvertreter. Sie sind keine Kommunisten und keine Kapitalisten, sondern Pragmatiker mit einem klaren Ziel. In dem Buch The Scientific Outlook von Bertrand Russell, ich nehme an, das ist ein Franzose, wird die Weltauffassung von Leuten wie Bill Gates gut erklärt. Das werde ich verlinken. Es werden Teile bestimmter Ideologien benutzt, mit denen man sein Ziel erreichen will. Aber das wahre Ziel ist Macht. Wir müssen weder Kommunismus noch Faschismus fürchten, sondern Teile davon, die zusammengeführt sind und werden und für sehr zweifelhafte Ziele missbraucht werden. Wenn es zu lange dauert, bevor die Menschheit aufwacht, dann haben wir eine Kombination von Kommunismus und Faschismus in ihrer bösartigsten Form vor uns. Bill Gates, Monsanto, BP, Chevron, das Weltwirtschaftsforum, Goldman Sachs, IMF, die Weltbank, Lockheed Martin, Dow, Pfizer und viele mehr. Alles Gesellschaften und Organisationen, die in Völkermord verstrickt sind oder ihn finanzieren. Es geht um Experimente an Menschen auf Kosten der Umwelt. Verkauft wird uns das als Rettung des Planeten. Wer am Ende dabei gewinnt, sind Sie und wir zahlen die Zeche. Ein weiteres Buch, dem man sehr viel Wissenswertes dazu entnehmen kann, ist The Fourth Industrial Revolution, die vierte industrielle Revolution von Klaus Schwab. Werde ich alles verlinken. The Great Reset, der große Umbruch, ist die perfekte Gelegenheit für diese Menschen, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Die Krise liefert die idealen Bedingungen, die sich in normalen Zeiten niemand hätte vorstellen können. Vor 2 Jahren haben wir über Greta Thunberg gelacht. Wenn wir nur mehr Steuern bezahlen, wird der Klimawandel aufhören, hat sie gesagt. Und genau das ist es, was diese Leute planen. Es muss eine Klimanotsituation erklärt werden und natürlich muss sofort etwas passieren, nachdem jahrelang die Wirtschaft wichtiger war als das Klima. Das sind PR-Slogans, heiße Luft.
Es wird weder bei Covid noch beim Klima ein Ende geben. Der Feind ist unsichtbar und vage und das ist das perfekte Szenario, mit dem man uns Angst macht. Es ist wie beim Krieg gegen Drogen oder den Terror. Man kann so etwas nicht gewinnen, weil die Definition von Covid, Krieg, Drogen und Terror sich ständig ändert. Manche verlangen null Covid. Das wird es nie geben. Irgendwer ist immer positiv und wenn genug Leute getestet werden, wird das Ergebnis immer zu einem angstmachenden Szenario, auch wenn die Zahlen nicht bedenklicher sind als die Fallzahlen bei der ganz normalen jährlichen Grippe. Um einen unbesiegbaren Feind zu besiegen, soll die gesamte Weltbevölkerung sich unter einer humanistischen, globalen, totalitären Weltordnung vereinen. Das Sagen haben aber nur ein paar Einzelne. Dieses Konzept wurde schon vor mehr als 100 Jahren von Leuten wie zum Beispiel H.G. Wells in seinem Buch The New World Order, die neue Weltordnung, beschrieben. Verlinke ich ebenfalls. Dass man die Menschheit vereinen muss, um gegen einen übermächtigen Feind bestehen zu können, ist ein gängiger Anspruch in den okkulten Kreisen der Elite. Man will ein Herrschaftszentrum aufbauen und der Welt über viele Generationen vorschreiben können, was zu tun ist. Die Rettung des Planeten ist aber nur ein Vorwand. Wenn sie sagen, du wirst nichts besitzen und du wirst darüber glücklich sein, dann ist das durchaus ernst gemeint. Es bedeutet, dass wir alle brav unsere Glücklichmacher einnehmen. Ob wir das wollen oder nicht, ist Nebensache. Wer nicht glücklich ist, den ereilt dann vielleicht ein Schicksal wie in dem Film Logan's Run, die Flucht ins 23. Jahrhundert, werde ich auch verlinken. Man lebt ein ganz unbeschwertes, glückliches Leben, aber mit 30 ist es vorbei. Und wer die Zeit nicht zum Glücklichsein genutzt hat, ist selber schuld. Ihr wollt euch nicht impfen lassen? Dann gibt es keinen Job. Und reisen könnt ihr auch nicht mehr. Ihr wollt die Bedingungen nicht akzeptieren? Dann gibt es kein universelles Mindesteinkommen. Ist doch toll, so ein Mindesteinkommen, oder? Nein, ist es nicht. Weil wer den Honig will, muss der Biene Summ-Summ ertragen. Ne? Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Es ist alarmierend, es macht Angst, aber es könnte Realität werden. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass die Leute, die sich so ein Szenario wünschen, auf der ganzen Linie Erfolg haben werden, Gott sei Dank. Aber vielleicht haben sie genug kleine Erfolge, mit denen sie die Welt destabilisieren können. Heute schon wird alles zensiert, wie ich am Anfang gesagt habe. Zum Glück gibt es immer mehr Menschen, die das durchschauen und die sich nicht mehr alles gefallen lassen. Wenn man darüber nachdenkt, was aus der Weltbevölkerung werden könnte, bekommt man das Gefühl, verrückt zu sein. Aber vielleicht sind wir gar nicht so weit davon entfernt. Wir hören jetzt schon, dass bestimmte Lebensmittel, vor allem Fleisch, höher besteuert werden muss. Oder vielleicht ganz verboten, damit wir weniger davon essen und die Umwelt schonen. Ah ja, die Steigerung von Besteuerung ist dann noch die Rationierung. Jo, man hört vom Coronavirus-Klimawandel. Was bitteschön soll das sein? Man könnte fast den Eindruck bekommen, dass die beiden irgendwie zusammenhängen oder das eine das andere bedingt. Die Verfechter werden immer fanatischer und langsam wird es zu einer flächendeckenden Psychose. Es ist völlig egal, welches Problem wir haben. Eine Lösung, die Lösung ist immer dieselbe. Wir brauchen eine Weltregierung, Rationierung, Geburtenkontrolle, eingeschränkte Bewegungsfreiheit und Kontrolle aller Ressourcen. Egal was passiert, die Antwort ist immer dieselbe. Chinesen essen Tiere wie Fledermäuse, die Krankheitserreger übertragen. Aber anstatt zu sagen, esst keine Fledermäuse, heißt es, esst kein Fleisch. Es gibt zu viele Menschen, die angeblich nicht versorgt werden können, wenn wir so weitermachen wie bisher.
Überbevölkerung wird für alles und jedes verantwortlich gemacht. Dabei könnte es so einfach sein, wenn man regenerative Landwirtschaft betreiben würde. Aber wer will das schon? Damit können die multinationalen Unternehmen natürlich kein Geld verdienen. Prinz Philipp, der Ehegatte der Queen, sagt das schon seit Jahren und er macht daraus gar kein Geheimnis. Das hat etwas Dämonisches schon fast. Die Elite darf bleiben, die nutzlosen Esser und die Klimaverpester müssen verschwinden. Prinz Philipp hat einmal einen Vortrag über einen Philanthrosophen gehalten, der in Asien Bauern überzeugen konnte, in Anführungszeichen, dass sie sich sterilisieren lassen müssen, wenn sie ihren Lebensstandard erhalten wollen. Ganz, ganz begeistert hat er darüber berichtet. Das war eine One-Man-Show und es hat problemlos funktioniert, seinen Worten zufolge. Prinz Philipp hat den Philanthrosophen gefragt, wie er es geschafft hat, die Leute zu überzeugen. Und dieser hat gesagt, wir haben ihnen einfach die Augen verbunden und die Genitalien abgeschnitten. Und die Zuhörer fanden das lustig. Wer hat an solchen Sachen Interesse? Prinz Charles und die Royal Family, das Weltwirtschaftsforum, Bill Gates, Trudeau, Joe Biden, Build Back Better, Boris Johnson, auch mit Build Back Better. Boris Johnson galt als ein Konservativer, der sich gegen die liberalen Strömungen wehrt. Und dann kam die Kehrtwende und jetzt muss das Klima gerettet werden mit allen Mitteln. Was ist betroffen? Autos, Fleischverzehr, Milch, Steuern. Und wie erreicht man das? Durch Angstmache und Verbreitung von Horrorszenarien. Die Medien stehen als freundliche Unterstützer gerne zur Verfügung und verbreiten Bilder von Menschen in China, die in Weltraumanzügen Desinfektionsmittel versprühen und Leute in ihre Wohnungen einsperren. Wir brauchen 2 Wochen, um die Ansteckungskurve flach zu bekommen, hieß es. Das war vor einem Jahr. Ist die Pandemie überstanden? Ist sie nicht? Bevor es langweilig wird, dehnen wir das Ganze jetzt auf die Klimaproblematik aus. Build Back Better. Das Neue wird besser als das Alte. Grüne Technologie. Ach ja, Die grüne Technologie ist ungefähr so grün wie ich. Mineralöl, Kohlenwasserstoffe, Öl und Gas sollen nicht mehr verbraucht werden. Es geht um Kobalt- und Lithiumbatterien. In Afrika arbeiten Sklaven in den Kobaltminen. Das sorgt für mehr Zerstörung, als Bill Gates jemals wieder gut machen kann, egal was er tut. Es geht nicht um die Rettung der Welt, sondern um Sicherung von Profit und Kontrolle und darum, einer kleinen Gruppe von Menschen die Macht zu übertragen. Ja, der Donald Trump hätte das auch gerne gehabt, aber bei dem hat es leider nicht funktioniert.